Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Und da wird uns die Startformation von Fenerbahce eingeblendet. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Benjamin Verbic. Riesenchance. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. So also geht Panathinaikos in die Partie heute. Und auf der Gegenseite ein ähnliches Bild, 4-3-3, drei Stürmer also vorne drin. Ja, das stimmt. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Endstation Torhüter, das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten, aber sie sind frei durch, da müssen sie mehr draus machen. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Bringt immer wieder enorm gefährliche Flanken und ich glaube, genau darauf werden sie auch heute wieder setzen. Das wird ihre Strategie sein, dieses Spiel über außen und dann die präzisen Hereingaben ins Zentrum. Ivan Ćankavici. Ivan Ćankavici. Edin Džeko am Ball. Jetzt der Schuss. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Džeko. Gutes Tackling. Verbic. Ganz energisch. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ball kommt lang. Ball ist erstmal wieder raus. Anastasios Pakasetas. Wichtige Aktion. Und Džeko. Da haben wir Tadic. Ferdi Kalioglu. Oh, das könnte was werden. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Da ist er einfach. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Viljena. Anastasios Pakasetas. Ioannidis. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Livakovic. Ball bei Fritz. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Džeko. So, das ist der Pausenpfiff im GTEC Community Stadium. Der erste Spielabschnitt ist nun also beendet. Buschi, wie ist deine Einschätzung? Bislang war das hier eine gute Leistung, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die Schiedsrichterin pfeift wieder an. Wir gehen rein in Durchgang 2. Sie bieten sich an. Fritz, die Chance jetzt. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. Sie nehmen den Wechsel vor. Jetzt kommt die Ecke. Gut geklärt, das war wichtig. Am Ball jetzt Dusan Tadic. Gute Chance. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor, da hat er es geschafft. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie.
Verbic am Ball. Vielversprechender Steilpass. Die Schiedsrichterin pfeift den Freistoß. Gefährliche Situation, da haben sie eigentlich die richtigen Leute für. Ei, das war Pech. Super Freistoß, Zentimeter fehlen. Klasse, wie er dahin geht, gibt Einwurf. Dzeko. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da haben sie die Chance. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke in die Mitte. Schön geklärt. Gut den Ball verteidigt. Jetzt der entscheidende Pass und dann kann das Tor hier fallen. Fitz. Rade Krunic ist das. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Unter Druck. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Villena. Da trennt er ihn vom Ball. Dzeko. Gute Chance von Dzeko. Wieder ist der Ball drin. Ja, jetzt sind sie natürlich mit 4 vorne. Das Ding ist durch. Stark wie. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Cengiz Ünder ist das. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Klasse Freistoß, den hat er super erwischt und der Ball geht ins Tor. Unglaublich, wie er wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Palacios. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Sebastian Szymanski. Schöner Pass. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Er wechselt zweifach. Ich bin gespannt, ob es auch taktische Veränderungen gibt. Setzt sich da schön durch. Anastasios Pakasetas. Sie bieten sich an. So, 3 Minuten. Hat da richtig gut aufgepasst. Verliert den Ball nie aus den Augen. Schiedsrichterin gibt den Eckball. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Ecke kommt in den 16er. Da geht er hin zum Ball. Gut und nun tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff in diesem Spiel. Für die Gäste ist es eine Niederlage geworden. Schon erstaunlich, dass sie hier so untergehen. Damit hätte ich in der Form nie gerechnet. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Schönes Spiel, schöne Leistung, Tor gemacht, Sieg eingefahren und es gab ja weitere gute Szenen. Hätte hier durchaus noch mehr machen können als diesen einen Treffer.
Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt.